Wir haben immer noch keine guten Maßzahlen, also wir entwickeln sie im Moment, was eigentlich diese sozialen Kompetenzen oder durchaus auch praktischen Kompetenzen betrifft. Und von daher gibt es, glaube ich, auch relativ wenige Anreize an die Lehrerinnen und Lehrer, weil das ja nicht abgebildet wird irgendwo, ja, das dann zu machen. Und wir haben keine Lehrerausbildung, die diese Kompetenzvermittlung oder dieses Gestalten von Unterricht, wo eben nicht nur kognitive, sondern eben auch emotionale, soziale, handwerkliche Kompetenzen gleichermaßen mitvermittelt werden, vorkommt. Das ist ein großes Problem. Das unterscheidet im Übrigen die meisten unserer Schulen von allen Schulen in anderen Ländern, wo in dem Curricula selbst sehr stark festgelegt ist, das, was man mit diesem CAS, Creativity, Activity, Service umschreibt, als einen festen Bestandteil eines Curriculums. Die müssen irgendwo dann die Betreuung von älteren Menschen übernehmen oder sich um Kinder kümmern oder irgendwelche, man würde bei uns sagen, Zivildienst machen während der Schulzeit. Die müssen in bestimmte musische Fächer reingehen, die müssen zusammen in Teams was machen, um überhaupt dann beschult zu werden in den Fächern, so wie wir unsere Fachkulturen sehen. Und interessanterweise sind alle Schulen, die von der Busch-Stiftung ausgezeichnet wurden als Schulen des Jahres, erstens Gesamtschulen. Das finde ich auch stiftungspolitisch hochinteressant, weil man der Busch-Stiftung ganz bestimmt nicht unterstellen kann, dass sie eine Einrichtung ist, die auf Ganztagsschulen und Gesamtschulen geht. Aber es sind alles Gesamtschulen. Es sind eben diese, sagen wir mal, eigenwilligen Gesamtschulen mit einer besonderen Kultur, also zum Beispiel die in Göttingen-Geismar, die schon am Anfang ein Team-Kleingruppenmodell, heißt das, entwickelt haben, wo die Kinder an einer Tischgruppe eine, na, sagen wir mal, familienverwandte Heimat in der Schule haben. Richtig. Wo sich diese Tischgruppen, und das heißt Lehrer, Schüler, Eltern, mehrfach im Jahr treffen, wo Zugehörigkeit entsteht und wo gewissermaßen durch diese, ich würde mal meiner sagen, Entneurotisierung der Schule eine andere auch kognitive Freiheit entsteht. Und wo die Menschen vorbereitet werden auf unsere Welt. Also ich meine, die sehen, wir sagen ja, ich meine, ich werde zu unendlich vielen Vorträgen eingeladen, wo ich über Diversität in Unternehmen zu reden habe. Und da kommt es dann plötzlich den Unternehmenspersonalleitern da an, jetzt müssen wir irgendwas über Diversität hier machen. Ja. Aber in den Schulen halten wir diese Diversität raus, aber da müssten wir sie lernen. Das ist wirklich absurd. Was auf der einen Seite stimme ich Ihnen zu, man soll nicht immer so negativ sein. Ich bin eigentlich auch keine negative Person. Auf der anderen Seite habe ich mir diese ganzen Schulen angeschaut. Ich war auch bei so gut wie allen Schulen, die ausgezeichnet worden sind. Und man kann über diese ganzen ausgezeichneten Schulen ganz klare Dimensionen legen. Und man weiß, das nutzt etwas. Das nutzt etwas, um Kinder auch aus sozial schwächeren Elternhäusern zum Abitur hochzubringen. Das nutzt etwas, was Anerkennungskulturen betrifft und so weiter und so fort. Das schadet nichts den PISA-Werten, das schadet nichts den durchschnittlichen Abitursnoten und so weiter und so fort. Ja? Nein, im Gegenteil. Es hilft, im Gegenteil. Gegenteil. Aber, und jetzt kommt wieder mein großes Aber und mein, ich muss sagen, meine Angst und auch mein Unverständnis, warum man von diesen Schulen da nichts lernt. Warum man das wie Modellprojekte behandelt. Und diese eindeutigen, ja, da kann man ja auch nicht mehr sagen, alle reden über Finnland. Finnland ist ja was ganz anderes als Deutschland, ja. Sondern das sind deutsche Schulen. Ja, das kann man da nicht einfach so abrütteln wie die ganzen internationalen Vergleiche, die man ja nach einer Zeit der Betroffenheit in Deutschland jetzt, wenn man Singapur, ja, Singapur ist ja kein demokratisches System, können wir uns nicht vergleichen, ja, Finnland, viel weniger Einwanderer und so weiter und so fort. Ja, das konnte man ja immer noch wegwischen. Aber wenn es hier ist und wenn man sieht, dass es auch in allen Bundesländern in Deutschland solche Schulen gibt, dann kann man es nicht mehr wegwischen. Und da frage ich mich auch, warum diese, also
diese Stiftungen, die ja unendlich viel Geld in solche Modellprojekte reingibt, warum das keinen, sozusagen, warum das keine Fliehkraft entwickelt, ja, warum es nicht ansteckt. Wirklich schwieriges Thema. Das hat, glaube ich, etwas zu tun, jetzt in einem ganz... Ich glaube, Herr Schwepe kann uns das sagen. Ja, gleich sollen Sie auch alle mitreden. Er hat ja ganz bestimmt gute Schulen und dann ist ja die Frage, warum übernehmen schlechtere Schulen das nicht von den guten Schulen? Ja, ich wollte sagen, es hat etwas mit einer merkwürdigen Geschichte zu tun, nämlich warum glauben wir nicht dem, was wir wissen? Und ich will ein Beispiel erzählen. Eine der vielleicht besten Schulen in Deutschland ist die Montessori-Oberschule in Potsdam. Also sie heißt so, früher hieß sie mal Karl-Liebknecht-Schule. Es ist nicht, dass ich jetzt denke, Privatschule. Na, es ist eine staatliche. Verschiedene Preise gewonnen. Eine Schule, wenn man hingeht, merkt man sofort, da ist etwas anders. Die Sekretärin der Schule bekam einen Anruf von dem Schulrat. Und der hat gesagt, Frau Kegler, so heißt die Schulleiterin, soll bitte zeitnah anrufen wegen stark abweichender Ergebnisse bei den Vergleichsarbeiten im Lande Brandenburg. Als Ulrike Kegler das hörte, sagte sie, Scheiße. Nun haben wir alles Mögliche gemacht, bla 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 und so. Kurz die Sache abgekürzt, sie kommt zu dem Schulrat. Er sagt zu ihr, Frau Kegler, ich gratuliere Ihnen, verraten Sie uns Ihr Geheimnis. Und dieses, dass eine wirklich couragierte, kluge, kann man jetzt sehr viel Positives sagen, Frau wie Ulrike Kegler, in dieser Stresssituation sozusagen in eine tiefere Glaubensschicht ihrer Person oder unseres kulturellen Gedächtnisses oder was immer man jetzt sagen will, abgerutscht ist, zeigt ein gewisses Verhängnis, ja, dass diese Schichten, diese Glaubensschichten, so präsent sind. Bei manchen sind sie absolut hardcore-mäßig, aber auch bei ihr sind sie noch homöopathisch mindestens vorhanden. Und eine Frage, die wahrscheinlich schwer zu beantworten ist, die ich aber dennoch stelle, wie kommen wir dahin, dem, was wir wissen, mehr zu glauben? Oder andere, also sozusagen eine Tiefenschicht von Überzeugung zu aktivieren, weil solange wir das nicht wirklich für möglich halten, dass solche Schulen auch die wirksameren sind, wird man weiter ängstliche Pseudoleistungs-Bluff-Schulen. Ja, aber das liegt ja da, also ich finde das jetzt nicht so schwierig. Ich finde das deshalb nicht so schwierig, weil wir einfach davon abkommen müssen, die Leistungen von Schulen an einem Indikator zu messen. Und dieser eine Indikator sind tatsächlich kognitive Kompetenzen, wie sie sich dann umsetzen in Noten beispielsweise oder in wie viele Personen mit einem bestimmten Abiturdurchschnitt dann so. In dem Moment, wo wir uns darauf einigen, dass der Bildungsbegriff ein viel breiterer zu sein hat und dass gerade der heutige Arbeitsmarkt eine Bildung braucht, die wesentlich mehr als dieses kognitive Moment braucht es auch. Aber vieles von diesen Wissensinhalten, was wir noch gelernt haben, das haben wir vergessen und wir können es heute auch anders abrufen. Mhm. Ja, wir brauchen jetzt nicht mehr diese dicken Brockhauseln da, wie meine Mutter da noch dann da auf, sondern das ist ein Tastendruck und wir haben, ja. Und wir sehen, dass die auch in den Betrieben viel mehr in Teams arbeiten, dass es auf ganz viel andere Fähigkeiten auch ankommt, auch bei dem Ausüben dann von dem Beruf. Wir sehen auch, dass ein ganzes Menschenleben heute andere Fähigkeiten braucht als noch vor 50 Jahren. Es hat damit was zu tun, dass wir älter werden. Es hat damit was zu tun, dass jetzt beide Mann wie Frau erwerbstätig sind, sodass man das, was man immer schön so auseinandergeschaufelt hat, ja alles jetzt in einer Person viel stärker hat. Und sobald wir zu so einem Verständnis kommen, dass das Bildung ein mehrdimensionales Konstrukt ist und die Schule auch eine gute Einrichtung ist, um dieses Mehrdimensionale zu unterrichten und das auch unterrichten kann, würde eine Schulleiterin nicht mehr, weil sie denkt, sie wird jetzt aufgrund von schlechter Abiturs- oder schlechter Vergleichsarbeiten, und schlechte Vergleichsarbeiten heißt eine niedrige Punktezahl, Mittel entzogen bekommen,
Da wäre das, glaube ich, anders. Da hätte man das größere Vertrauen, ja, den Kindern geht's gut. Ich sehe, die Kinder sind motiviert in der Klasse. Die Kinder reden miteinander. Ich habe kaum Prügeleien. Ich habe eine Partizipation in allen möglichen Fächern. Ich glaube nicht, dass das dann so vorkommen würde. Ich glaube aber auch nicht, dass dein Schulrat so anrufen würde und sagen würde, kommen Sie mal, um dein erstes sagen Glückwunsch. Das war ja sozusagen die Angstkolportage der Sekretärin. Und in Wahrheit war es ja so, dass sie stark abweichende Ergebnisse nach oben hatten. Aber bei dem Wort stark abweichend haben Sie ja, selbst aber das ich meine, vermutet. Wer würde dann auch stark abweichend? Würden Sie so mit mir telefonieren und Nein, sagen, Sie haben stark nicht. Abweichende Ergebnisse? Ich meine, Sie würden doch, so wie Sie jetzt eben anmoderiert wurden, gesagt bekommen, ja, er hat jetzt den Mission Award gewonnen. Ja. Also insofern hat es auch viel, ich möchte jetzt ihn nicht immer anschauen, aber es hat sehr viel auch mit unseren Schulbehörden zu tun, die sowieso noch ein vollkommen unerforschtes Terrain darstellen. Um in dieser Sache weiterzukommen, was überlegen Sie sich für Ihre Arbeit? Was erwarten Sie von der Arbeit anderer? Was würden Sie machen, wenn Sie politisch was zu sagen oder einzuflüstern hätten? Also ich glaube in der Tat, dass ich möchte jetzt gar keine Hierarchie aufstellen. Also wenn ich jetzt 1, 2, 3 sage, dann meine ich nicht das Erste ist das Wichtigste, sondern diese Dinge, die müssen zusammengehen. Was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Kinder zu viele Wechsel haben, und zwar Wechsel, die unbegleitet sind. Das heißt, gerade Kinder, die aus sozial schwächeren Elternhäusern kommen, die dann noch im Kindergarten voll integriert waren, auch noch alles mitmachen konnten, werden alleine dann durch dieses Einordnen in eine andere Schule wieder zurückgeworfen und müssen sich aufs Neue beweisen. Und da denke ich, wenn die einzelnen Einrichtungen von Kindertagesstätten zu Kindergärten, zu Grundschulen, zu weiterführenden Schulen mehr miteinander reden würden und dieses, ich sage es jetzt mal in der Sprache der Bundesagentur für Arbeit, dieses Übergangsmanagement besser klappen würde, dann wäre schon was geholfen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich, wie Sie auch offensichtlich denken, dass wir enorm viel an der curricularen Ausgestaltung unserer Schulen tun müssen und dass wir diesen Nachmittagsunterricht, den wir hoffentlich bekommen durch Ganztagsschulen, dadurch nutzen sollten, dass wir wieder die Musik und die Kunst und andere Fächer reingeben und die nicht entziehen. Also bei meinem eigenen Sohn war es schon so, dass der dann in einer Klasse hatte er Kunst, im anderen hatte er Musik, in der dritten hatte er dann, das rotierte dann immer so, während wir das doch noch in jedem Jahr hatten. Das heißt, wir haben, und das ist das Dritte, eine unglaubliche Verengung und Verdichtung der Schulfächer auf immer weniger Jahre und immer früher. Und man hat dann auch durch den Wegfall von Zivildienst und Militär, den will ich jetzt nicht so, aber Zivildienst, auch hier dann gar keine Kontakte mehr sozusagen zu dem breiten Leben. Also dieses Hoppladihopp. Und immer schneller, bei einem immer längeren Leben, das würde ich erweitern. Ich würde da mehr Schulzeit reingeben. Und da gehe ich nicht nur auf G9, sondern ich würde tatsächlich mehr Schulzeit reingeben, um mehr Zeit zu haben, um breit auszubilden. Und diese Breite der Ausbildung würde auch bedeuten, dass ich viel früher, als es im Moment der Fall ist, praktische Tätigkeiten mit reinnehmen würde, weil man weiß, dass diese praktischen Tätigkeiten viele, viele Kinder motivieren, weil sie endlich dann mal wissen, für was sie überhaupt was lernen. Und das ist heute bei uns immer noch so, dass dieses, warum mache ich das eigentlich, nicht der Fall ist. Ich würde dann, und das ist aufs engste miteinander verbunden, bei der Pädagogikausbildung anfangen und würde die Pädagogikausbildung so starten, dass ich die jungen Leute, die da Interesse haben, zuerst mal in die Schule lassen würde und nicht, nachdem sie ein paar Semester gearbeitet haben. Weil ich davon überzeugt bin, dass wir ein ganz falsches Match haben zwischen Personen, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, und den Berufsanforderungen. Und das hat dann auch zur Folge, dass das Renommee und die Reputation von Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland so viel schlechter ist als in anderen Ländern. Das hat gar nicht
primär was mit dem Geld zu tun, weil da kann man im internationalen Vergleich zeigen, dass wir gar nicht so schlecht dastehen, im Gegensatz zu Erzieherinnen, wo es wirklich also eine Katastrophe ist und wo man was ganz anderes machen muss. Und dann bräuchte man auch ein Verständnis der Schule als eine Organisation. Und Schule als Organisation heißt, es sind nicht nur Pädagogen, sondern da brauche ich auch die Psychologen, da brauche ich auch die Sozialarbeiter, die dann an einigen Kindern viel näher dran sind als an anderen Kindern. Und erst wenn ich diese Konzepte vorbereitet habe, wenn ich solche Schulen und auch dann die Klassenräume, die man dafür braucht, wenn ich die Schulmaterialien hergestellt habe, wenn ich die Ausbildung der Lehrer entsprechend reformiert habe, dann kann ich auch an inklusive Schulen denken. Ich denke, dass ich bin absolut für eine inklusive Beschulung. Aber wir können das nicht machen, bevor wir nicht die Bedingungen geschaffen haben. Und das ist das, was mir als Viertes wiederum Angst macht, dass wir so viele Reformen haben, ohne uns auf diese Reformen vorzubereiten und uns dann mit den Reformen schmücken und die grundlegenden Arbeiten aber nicht angreifen.